Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, bevor das Ganze startet, einmal noch ein kurzer Hinweis auf meine eigene Webseite www.algo24.net. Verlinkung unten in der Videobeschreibung. Und zudem, es gibt einen weiteren Clan. Die einen oder anderen kennen schon den Clan Emble von mir. Ich habe jetzt einen weiteren Clan gegründet, den Algo-Clan. Hier machen wir viel ausbildungstechnisch. Ich versuche euch mitunter auch weiterzubilden. Wenn ihr dementsprechend ja, Leistungen dann erbringt, könnt ihr natürlich immer aufsteigen in den Hauptclan Embel. Generell, wie gesagt, lest euch einfach kurz durch, was ihr für den Algo-Clan braucht. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere noch zu uns stößt und wünsche euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Bis dahin. Mein EBR fährt hier unten in den Busch rein. Wir wissen, ob hier was reinfährt. Der Rest fährt hier oben hin. Also meine Progetto ist hier, meine Heavy ist hier. Ein Progetto kann die Auffahrt bespielen. Und finde die, Legen wir los. wiederhole nochmal ganz schnell, was passiert, wenn sie alle unten kommen. Wie teilst du dich auf? Ein Heavy hier mit einem Med. Ein Heavy kann hinter dem Stein. Ein Medium hier, einer hier. Hier Haben wir noch vorne Med? Navi hin, hier oben noch einer hin. Genau, an die Ecke und hier noch hinten dann noch ein Med. Der Das Job musst du vom nur noch im Elfer ist Double hier ist Time gut. hinkriegen. Ja, Ja, der du ist in Ordnung, ja. kannst mit deinem EBR hier oben hin. Also ich kann mal reinfahren in den Donut. Achso, noch ein Tipp: Wenn die einen M41 haben, würde ich immer den Hill nehmen, den EBR. Rechts cross rüber, können wir ihn absnipen? Die Lorraine kriegen wir noch mindestens mit weg. Zieh mit deinem EBR hier wieder raus. Ruhig drei Schuss ausgeben, ruhig drei Schuss ausgeben, Jungs. Jetzt müssen wir irgendwas machen. Entweder pushen wir die mit. Oh, da noch ein Centurion. Centurion Cross, den kriegen wir. Bin Reload. Einzelschuss. Stellt sich wieder auf wie vorhin. Trinity. Okay, ein Heavy hier mit einem Medium. Ein Heavy hinter dem Stein. Versucht die hier aufzuhalten. Bad Idee ist J, dreimal mit Außenrum. Yalla. Den Call habe ich vermisst. Renegade plus Progetto versucht man M41 um abzählen. Wir fahren schnell außen rum, holen die und machen ein bisschen Action. Mit dem EBR kannst du doch eigentlich hier unten stehen bleiben und den Zenturen etc. ein bisschen nerven. Oder nicht? Ne, es ist gerade, ich bin gerade ein bisschen Kreuzfeuer hier. Rack ist raus. Au. Pfeifel kommt zurück, kannst du den So, wo sind Pfeifel meine noch Mates hinten hier? hier? Ja, Ja, sofort ich da. bin gleich da. Gut, okay, dann aimen wir gleich an und fangen zusammen auf den VK hier zu schießen, auf den hier, okay? Bleibt neben mir Oh ja, stehen. Ich bin Pfeifel im spotted, Stand vor. dabei. Ich hätte ja eine Chance. Mach leck mir am Arsch, Digga. Gut. Kommt Schön. So, und jetzt pushen wir weiter mit den Hintern. Wir pushen weiter vor. ja. Pushen hier weiter Ich muss rein, aber hier jetzt rein. nachladen. Ja, kein Problem, ich lade auch komplett nach. Ja, genau, ey. Unser Airstrike ist raus. Unser Airstrike ist raus, ja. Infinity, den hast du hier auf dem Schirm. Löwe hat. M41 oben absnipen. Hat jemand zwei Schuss? Ich bin drauf. Ich? Der Ich nehme Turian droppt. Lorraine. Renegade, du kannst dich umdrehen um den Centurion. Gut. Oh, jetzt bauen sich. Algo, soll ich auf die Position da hinten fahren? Nein, sonst wirst du so wieder gerackt. Bleib hier stehen bei den Häusern und komplett nachladen. Dann können wir auf Löwe Z reinwirken. Wenn ihr voll habt, Löwe Z reinwirken. Jetzt. Centurion kommt gleich hoch. Aufpassen, ne? Ja, da bin ich drauf. Ja, wir pushen. Löwe guckt zu uns. Papi, nimm ihn raus. Fuck. Links der Progetto hier. Kannst mit dem EBR hier hinten hinfahren und den Centurion Komm ich seitlich nicht mehr hin. geben. Hier, Progetto, ihr zwei könnt ihn jetzt pushen. Go. Eddie, du hättest nicht wegfahren dürfen da vorne. Weil dann kriegst du jetzt Oh, wir von müssen denen. den. Der Progetto muss unbedingt raus. Soon as possible. Ja, aber so konnte ich halt nicht auf den Centurion wirken, aber er auf mich. Ich gleich nicht mehr safe stehen kann. Der ist gleich raus, der da. So, und jetzt mit den zwei in die Mitte und go. Viel bleib bei den Häusern hier. Du kannst Ja, hier Side-Shots reingeben. Muss erst wieder zugehen. Ich unterstütze euch gleich, keine Sorge. Da passt, viel hat eine sehr gute Position. So, dabei mit den zwei Progrettos. Dabei. DSJ, D und S hier unter, dabei. Ich aim dich ab. Gas. Welchen jetzt? Und Papi in Welchen? die Mitte. Papi einfach erstmal Wie anspielen. biegt man dann zurück? EBR kann easy farmen jetzt, ohne Ende.
JS, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Papi, kriegst du den 700 raus? 400er kommt. Papi rechts, der 400er. Ah. 180, Papi links. Okay, Papi, nicht reinpushen, nicht reinpushen. Warum pusht denn rein? Ich müsst schon ein bisschen annehmen, das, was ich euch versuche zu vermitteln. Ja, ja, ich ziehe mich oben auf den Hill. Ein bisschen annehmen, was ich euch versuche zu sagen. So. Mehr möchte ich da gar nicht. Mehr möchte ich gar nicht. Er ist aber irgendwie, sei mal nicht böse, aber es ist irgendwie die Runde gerade so. Irgendwas zu spät, nicht gesehen. Ein bisschen versuchen, das aufzunehmen, was ich dir sage. Ein bisschen mitdenken. Das Objekt will mich holen. Ja, das ist, ich kann es nicht komplett klippen von hinten. Fahr vor, bleib hinterm Haus, bleib hinterm Haus. Bleib doch einfach da stehen, VDSJ. Ja, ich will eigentlich hinter den Busch. Och, Digga, ich verschieß einen. Egal. Ah, ich kann's ihn jetzt finishen. Ja, er kommt einfach um die Ecke. Ja, neben einfach Defender kann ich doch jetzt auch gleich der geben. Defender, der schaut auf mich. Ja, du bleib doch einfach stehen hinterm Haus und warte, bis ich nachgeladen. Ja, ich spawn gleich nochmal für dich. Lass doch einfach den Bugetto hier mit 800 HP drauf hier, oder? Ja, das auch, zum Beispiel. Wer jetzt. Der guckt zu dir, VG. Guck wieder zu mir. Scheißegal, er kann einen Schuss mindestens aushalten. Jetzt guckt der zu viel. Sehr schön. So, finde ich, hast du gesehen, ja? Außenrum ziehen. So, das ist ganz wichtig. Dass du diese Position nehmen, die du nicht, also die der Gegner nicht hat, die musst du auf jeden Fall nehmen in so Sachen, ja? Dann wieder absichern. Und dann haben wir die Runde so gewonnen. Und was wäre jetzt, wenn einer auf dem TD-Hügel steht? Wie würde ich auch drei hinten rumschicken? Nicht, ja, oder? Ja, ja. Und die würden den ja irgendwie dann aufkriegen. Den müsste man dann raussnipen, so. Ja, gut. Mein Problem war, ich habe die Minimap nicht gesehen. Ich hab leider gerade das RNG ein bisschen gebalanced. Warum hast du die Minimap nicht gesehen? Nein, nicht drauf geachtet. Naja. Da ich jetzt reingepusht bin. Weiß ich nicht, aber das, was hat denn. Also, das Ding ist. Also, glaub ich geh mal auf Map-Taktik. Ich glaube, ich geh mal auf Search and Clear das nochmal. Situation. Gegner. Einer hier, einer da, zwei hier. Du stehst hier. Also ich zeige nur mal auf, der, also hier, warte mal. Hier können die Gegner hinschießen, okay? Meinst du, das ist meine Situation? Genau, du bist der Panzer hier. Die drei Gegner können alle in diese Richtung schießen. So. Du kannst, warte, ich zeige dir es. Also Augenblick, wie gesagt, meine Situation, ich habe die Minimap eben nicht im Auge gehabt, ich habe nur den roten vor mir da gesehen, die anderen halt jetzt aussehen. Ja, weil du einen Tunnelblick gehabt hattest. Deswegen versuche ich dir deutlich zu erklären, oder auch jedem anderen auf dem Stream, du kommst auf den dran und der kommt nur auf dich dran. So, was ist die sinnvollste Entscheidung da? Ja, wie ich ja schon gesagt habe, ich hätte oben stehen bleiben sollen. Stehen bleiben, abfahren. Tunnelblick.